Das ist jetzt quasi vor der Challenge. Wir werden gleich Wähle nicht das falsche Loch spielen. Kathi und Kahn wissen noch gar nicht genau, was auf sie zukommt, aber es wird, glaube ich, ziemlich eklig für die. Denn hinter jedem Loch, was sie wählen, egal was es ist, verbirgt sich was Ekliges. Sie müssen das ertasten und ich behaupte dann einfach, das seien irgendwelche Innereien oder Augen oder was auch immer. Und ich bin gespannt, wie sie reagieren, wenn sie beide von mir an der Nase herumgeführt werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Was hast du schon wieder vor? Wir werden heute eine richtig coole Challenge machen und zwar nennt sich das Ganze Wähle nicht das falsche Loch. Dafür haben wir hier diese Pappe mit drei Aussparungen und da muss man dann quasi reingreifen und was Bestimmtes erfüllen. Oh, und ich sag deine also, Popel wahrscheinlich. Es könnte ein bisschen eklig werden. Ja, ich sag doch deine Popel. Ich war nämlich bei einem Metzger meines Vertrauens. Ich sag doch deine Popel. Und habe dementsprechend was Schönes für euch besorgt. Ja, ich weiß ganz genau, dass das nicht stimmt, weil du niemals, glaube ich, zum Metzger gehen würdest. Ich komme aus einer Metzgerfamilie. Ja, das kann sein, aber selber würdest du, glaube ich, gar nicht wieder hingehen. Okay, ihr könnt austentern oder Schnick, Schnack, Schnuck machen. Wer aus was? Austentern. Kennt ihr das Wort nicht? Egal. Nein, ich schnack, schnuck. Das Problem haben wir öfters bei Nina, dass sie irgendein Wort sagt. Kennt ihr das nicht? Nee, kennen wir nicht. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Du darfst anfangen. Ja, stimmt, richtig. Ist das, wofür ist das hier? Pampers oder was? Nee, das ist, falls deine Hände dreckig sind. Achso, ja, aber dann legen wir vielleicht hier mal vorne hin. Ich möchte jetzt nicht mit meinem... Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich wusste, irgendwas bereitet Nina wieder vor. Und es... Du wirst aber dreckig, ich sag's dir. Dreckig? Wieso werde ich denn dreckig? Ich bin hier hinter dem Ding. Trotzdem. Kann ja sein. Okay. Okay, Kahn sieht nichts. Und ich bleib einfach hier stehen, oder? Kathi kann sich auch in Sicherheit? Kann sich auch ein Stück wegdrehen. Ich komm mir vor, wieso, keine Ahnung, läuft das bei der Beichte auch so ab? So, du darfst eine Farbe wählen. Ja. Das soll blau, rot und orange sein, oder was? Blau, rot, gelb. Ach, gelb soll das sein. Gut, gelb sieht für mich anders aus, aber das ist eine andere Sache. Ich nehme gelb. Ja! Komm mal näher, ruhig. Muss ich das jetzt erraten? Ja. Was ist es? Soll ich dir einen Tipp geben? Ist vom Rind. Du willst mich veräppeln. Du willst mich gerade voll veräppeln, oder? Nein. Da. Was glaubst du denn, was es ist? Fühlt sich an wie Rinderaugen. Ja! Nein! Was ist es? Es sind Litschis. Oh! Aber Karl hat richtig Panik gekriegt und ich finde, es könnte ruhig als Rinderaugen durchgehen, oder? Hey. Ja, aber wenn du mir sagst, es ist vom Rind, da komme ich ja gar nicht mehr auf Litschi oder irgendwie sowas. Natürlich nicht, aber soll ja auch. Ja, ich werde hier. Da sind wir wieder beim Punkt, ich werde hier total wieder angelogen bei dieser Challenge. Aber ist cool. Also, es hat sich sehr, sehr komisch angefühlt. Aber das ist es mal wieder, Leute. Wenn das Auge nicht sieht, ne? Ich hatte total Angst, ich konnte von hier auch nichts sehen und habe auch gedacht, so, oh Gott, wahrscheinlich hat jetzt kam wirklich der Rinderaugen. Was hab ich dann gleich? So, dann setze ich mich jetzt mal kurz zur Info, Kathi, ich nehme hier die rechte Schüssel, ne? Ja, können uns auch die Schüssel. Nein, möchte ich nicht. Wir haben eine, jeder hat eine Waschschüssel, um die Hände sauber zu machen. Darf ich gucken? Kann da auch weggucken. Okay. Ah, ist ziemlich cool. Also, das ist die zweite. Da hast du dir was Schönes überlegt. Das ist die zweite Runde. Soll ich sonst festhalten von hier vorne? Geht schon. Guck mal, ich kann hier über das Bett festhalten. Okay. So, ich halte okay, fest. Kathi, welches Loch? Blau. Du musst ein bisschen tiefer, weil der Teller. Oh mein Gott. Was ist das? Also ich gebe einen Tipp dafür. Ich weiß, nee, brauchst du keinen Tipp geben, das sind eingelegte Paprika oder so. Nein. Nein? Dann gib mir einen Tipp. Es ist, da fließt Blut durch. Also zum, um Blut zu klären. Und vom Kaninchen aber. Ich glaube nicht, dass das eine Kaninchenleber ist. Keine Leber. Was denn? Fängt mit N an. Niere. Ja! Das ist keine Kaninchenniere. Es ist eine Kaninchenniere. Nein, es sind Pflaumen. Du hast es nicht erraten. War eklig? Ey, wir werden hier total. Wir können gar nicht. Wir werden total von Nina hinter das Licht geführt. Also, es fühlte sich an wie Paprika. Und das ist ja bei den Pflaumen auch eine harte Seite und dann was Weiches. Also, es sieht auch sehr eklig aus, muss ich sagen. Willst du mal probieren? Nee, also ich mag Pflaumen, aber nee, nach dieser Story nicht mehr. So, ich mach meine Augen zu. Welche Farbe? Ja, du packst es doch sowieso dahin, wo ich will. Ich sag blau. Komm, dann ist für die Zuschauer am angenehmsten. Was hast du da schon wieder? Was ist das, Nina? Ehrlich, du bist so eklig manchmal, ne? Errate. Das fühlt sich so leicht cremig irgendwie an. Ist nichts Cremiges. Doch, da bleibt doch irgendwas in der Hand.
Vielleicht musst du mehr rummatschen. Das sieht voll eklig an. Ich sag, keine Ahnung. Gefüllte Tortellinis oder so, ich weiß nicht. Gibt's sowas überhaupt? Irgendwas Gefülltes auf jeden Fall. Ist nichts Gefülltes. Ich sag, wobei. Ich weiß. Ich bin schon auf Ninas Story dazu gespannt. Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Nur nicht mal ansatzweise. Willst du dir direkt sagen, was es ist? Ja, sag es. Es ist. Marmelade. Es ist Marmelade. Wow! Aber warum hat sich das so fest angefühlt? War da irgendwas drin? Weil da Stückchen drin sind. Da habe ich drauf geachtet, dass es ein bisschen komisch ist von der Textur. Es gibt ja, Marmelade, die ist püriert und es gibt welche mit Stückchen. Und die ist besonders eklig, finde ich, wenn man es nicht sieht. Ja. Ja, alles ist eklig, wenn man es nicht sieht. Bislang hat keiner irgendwas erraten. Und deine Geschichte dazu, was sollte das denn sein? Das weiß ich noch gar nicht so genau. Das hätte ich mir dann spontan überlegt. Aber es sieht auf jeden Fall auch ein bisschen ekelhaft aus. Ich hätte erst gedacht, dass ihr Schleim sagt. Nee, also dafür war es zu. Ich habe es ja nicht angefasst und ich werde es auch nicht anfassen. Es fühlte sich halt gefüllt an für mich, weißt du? Als ob da irgendwas drinne wäre. Weil wir uns über Nina lustig machen, wie sie spricht, aber du sagst so, als ob da irgendwas drinne wäre. Weißt du, als ob da irgendwas drinne wäre. Kadi, nächstes? Ja, ich habe jetzt schon rausgefunden, dass es egal ist, wo man reingreift, ne? Dann nehme ich jetzt rot. Okay, tiefer. Hat was mit Regen zu tun. Du meinst Regenwürmer. Aber das sind Weingummiwürmer. Oh, das ist schon dahinter gekommen. Oh, das ist ja easy. Davon esse ich doch. Wow. Ich habe leider nichts gefunden, was sich bewegt. Weil es muss ja irgendwas Lebendiges sein. Wow. So, warum kriege ich immer... Weißt du was? Ich mach nicht mehr mit. Ich krieg zu viel. Ich habe meine Augen auch zugemacht. Finde ich aber eigentlich auch gut, immer so diese Blind-Challenges vorher, weil da muss ich euch auch nicht sehen, weißt du? Das ist, jede Sekunde ist gewonnen. Okay, Loch. Loch. Welches Loch? Ich nehme diesmal rot. Das ist alles das Gleiche. Okay, das fühlt sich diesmal nicht so eklig an. Fühlt sich nicht eklig an? Nee, es geht. Ich weiß auch, was das sind. Ja, das sind diese Nudeln, Muschelnudeln oder irgendwie sowas, würde ich sagen. Was? Ja, auf jeden Fall ist es irgendwas Nudeln. Ja. Ja. Es sind Hörnchennudeln. Oder Hörnchen. Eigentlich wollte ich, dass Kahn denkt, dass es Maden sind. Ich wollte das eigentlich länger kochen und so ein bisschen mit so Schleim machen, aber dann dachte ich, das ist gleich. Das habe ich nicht mal rausgefunden. Also man hat's, ich kenne das. Ich kenne das, weil ich auch Nudeln mit den Fingern esse. Du isst Nudeln mit Fingern? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich will noch was? Ja, es gibt noch was. Jeder hat drei Runden, ne? Bislang hat jeder eine Sache erraten, ne? Ja, Gleichstand. Kahn hat die Würmer erraten und Kahn hat. Was machst du, Kahn? Nein! Wer? Du wolltest mich nur ablenken, damit ich nicht sehe, was Nina da... Kann ich das errichten. Hier einmal in die Kamera. Habe ich direkt aus meinem Aquarium. In welches Loch werde ich jetzt... Wie wär's mit Blau? Das erreiche ich am besten. Na gut, Blau. Ich hab einen Stromschlag auch bekommen. Ich weiß auch, was das ist. Das sind wieder Süßigkeiten. Das sind Haribo Balla Balla. Tada. Ihr seid so gut, ey. Hier, Kat, ich schenke ich dir. Ich habe zu viele Süßigkeiten schon in meinem Leben gegessen, deswegen kenne ich alle Süßigkeiten. Ich habe gedacht, ich verschwöre mich mal gegen euch beiden und mache eine kleine Ertast-Erfühl-Challenge, wo ihr quasi nicht sehen könnt, was es ist. Die Story am Anfang habt ihr mir noch geglaubt mit irgendwelchen ekligen Sachen vom Metzger. Kahn hat richtig Angst im Gesicht gehabt, als ich gesagt habe, das sind Ritteraugen. Ah! Ja, so erschrocken war ich. Es war alles was essbar. Sie können es gerne mal zu Hause probieren, ob man mit verbundenen Augen irgendwie was erraten kann, was eine sehr, sehr komische Form oder auch Konsistenz hat. Kathi kennt sich mit Süßigkeiten aus, haben wir festgestellt. Deswegen habe ich auch gewonnen. Ich habe zwei richtig erraten. Ja, es gibt leider keine weitere Runde, damit Kahn sein. Was ist mein Gewinn? Es gibt nichts zu gewinnen, das ist dein Tschüss. Gewinn. Tschüss! Na gut. Kahn hat keine Lust mehr. Ich fand die Challenge trotzdem sehr witzig, weil man mal die anderen beiden so ein bisschen hinters Licht führen konnte. Und es gab auch nichts Gutes. Ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich bleibe hier. Nur eklige Sachen. Wenn euch die Challenge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht, auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal und wählt nicht das falsche Loch. Tschüss! Ciao!